So, ich bin mittlerweile in Frankfurt angekommen. Ich sitze jetzt hier im Wartebereich. Von endlich ohne. Ist gerade keiner da. Und gleich geht's los. Ich freue mich. Geht's los. Södele, bin schon wieder auf dem Rückweg. Also, ich bin echt gespannt, wie es jetzt dann bald mal mit den Tattoos aussieht. Die haben zu mir auch gerade gesagt, diese hellen Stellen bei mir, die werden immer heller und verschwinden fast. Und dann gibt es so, zum Beispiel gerade hier oben, da gibt es drei oder vier Stellen, wo so ein Punkt noch dunkel ist und die so richtig hartnäckig sind, wo so richtig viel Farbe drin steckt. Die hat da jetzt sogar zweimal drüber gelasert an diesen ganz dunklen Stellen. Also mal gucken, wie es beim nächsten Mal ist. Wir haben jetzt auch erst in 6 Wochen den nächsten Termin gemacht. Die hat gesagt, weil das Ding ist, die Tattoos, die arbeiten ja noch eine ganze Zeit, die arbeiten noch Wochen und Monate nach einer Laserentfernung. Und deswegen, die hat gesagt, wir lassen das Tattoo jetzt mal richtig arbeiten und so weiter. Und deswegen habe ich, Anfang März, die ersten 1, 2, 3 Märztage, irgendwie sowas, ich glaube am 2. März oder sowas, habe ich meine nächste Sitzung. Also es ist sehr, sehr nah langsam an der Hochzeit dran. Sie hat gesagt, sie ist sich nicht sicher, ob diese ganz dunklen bis dahin weg sind. Ja, ich werde mir sonst das abdecken, aber ich hoffe natürlich, dass es bis dorthin noch ein bisschen heller wird. Ich denke, also wir haben ja die heutige Sitzung, dann die im März. Ich denke, 2 Sitzungen werde ich auf jeden Fall noch vor der Hochzeit haben können. Genau, we will see, wie es bis dahin wird. Ja, ich bin jetzt auch schon direkt wieder auf dem Heimweg. Ich habe ja gesagt, ich möchte gar nicht großartig irgendwas machen. Deswegen direkt wieder ab nach Hause. Wir haben mittlerweile auch schon 4.30 Uhr. Wow, ich hatte um 3.30 Uhr meinen Termin. Ich habe aber auch gerade noch mal ein bisschen mit denen gequatscht, weil ihr werdet mich für komplett verrückt erklären. Also, so, ich musste kurz mal Navi ausmachen, weil das quatscht mir hier dazwischen und ich weiß mittlerweile, wie ich langfahren muss. Ich weiß auch so schon, wie ich hinkomme und zurück, aber irgendwie, dann bin ich mir doch unsicher, weil ich da ja wirklich alle 6 Wochen nur bin. Am Ende verfahre ich mich und dann habe ich den Salat. Naja, auf jeden Fall, das ist halt schon eine richtige Praxis mit richtigen Ärzten, mit richtigen Chirurgen und so weiter. Genau, und die bieten dort auch noch andere Sachen an. Nicht nur Tattoo-Laser-Entfernungen, die bieten noch andere Sachen an. Und ab nächster Woche bieten sie unter anderem auch Schönheitsbehandlungen im Gesicht an, mit Hyaluron oder auch Botox. Genau, und das haben sie ab nächster Woche und ab am Freitag, nächste Woche Freitag, machen die sozusagen wie so eine Eröffnung als Start. Und da gibt es 2 Schönheitschirurgen, die das auch machen. Also es sind nicht irgendwelche Leute, die irgendwo ein Zertifikat oder sowas herhaben, die das irgendwo gemacht haben, sondern es sind wirklich richtige, echte Ärzte, richtige Schönheitschirurgen, die das dann auch durchführen. Also richtig genial. Und sie haben mich gefragt, ob ich Lust habe zu kommen und irgendwas machen zu lassen. Und ich dachte mir so, yes! Ich bin ehrlich, ich war sehr lange Zeit davon überhaupt gar kein Freund. Ich habe sehr lange gesagt so, nein, 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 mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Aber also ich wurde jetzt 35 Jahre alt und es gibt dann doch auch schon mal die ein oder andere Sache, wo ich sage, ach, da so ein bisschen nachhelfen ist nicht verkehrt.
aber alles im natürlichen Rahmen. Ich hab gerade auch mit meiner Schwester telefoniert. Ich habe gesagt, ich würde so ein paar Sachen machen, so Auffrischungen, so kleine Fresh-Ups. Ich würde mir nicht das komplette Gesicht machen lassen, sondern nur detailliert, also ganz paar Kleinigkeiten und auch nur minimal. Auf gar keinen Fall Botox, weil das ist ein Nervengift, der ja sozusagen dann auch lähmende Erscheinungen hat, wo man, ihr kennt die Leute, die nicht mehr lächeln können und die, ja, das auf gar keinen Fall, sondern wirklich nur mit Hyaluron. Hyaluron ist ja ein körpereigener, also Hyaluron wird ja vom Körper selber aufgebaut, hergestellt und deswegen sieht man ja auch immer jung und frisch und knackig aus und ab einem gewissen Alter, ich glaube es war ab dem entweder 21. oder 25. Lebensjahr, wird Hyaluron nicht mehr vom Körper selber hergestellt. Deswegen ist es auch super wichtig, Cremes zu benutzen, die Hyaluron enthalten. Und zwar nicht erst mit 40, sondern wirklich schon Mitte 20, einfach weil es da nicht mehr vom Körper selber hergestellt wird. Also wenn man dann sieht, man hat Falten, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also rechtzeitig mit sowas beginnen, vorzubeugen, dem Körper oder dem Gesicht Hyaluron zu geben, weil er es eben selber nicht mehr herstellen kann ab einem bestimmten Alter, wie gesagt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte sowas tatsächlich schon länger mal machen. Der fährt einfach 72 auf einer unbeschränkten Straße. Ich krieg gleich in die Krise. Aber links neben mir ist die ganze Zeit alles voll. Jetzt! Hier die Krise, wenn jemand rechts wirklich so, sind hier nur zwei Spuren. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich immer mal wieder gedacht, so, ah, das und das könntest du machen lassen. Und dann habe ich mir immer gedacht, so, ah nein, bleibst du natürlich. Machst du es vielleicht irgendwann mal so mit 40 oder sowas. Also ich wäre auch jetzt, glaube ich, nicht irgendwo hingegangen, um mir irgendwie was machen zu lassen. Das war jetzt halt wirklich... Okay. Ich hätte mir wahrscheinlich auch noch etwas Zeit gelassen, das machen zu lassen. Aber sie hat mir gerade das Angebot gemacht und ich dachte mir so, warum eigentlich nicht? Das Angebot gemacht im Sinne von, ich muss dafür tatsächlich nichts bezahlen. Das ist einfach am Freitag sozusagen bei denen, ja, einfach so das Ganze mal zu testen. Dadurch sichert man sich ja dann auch die Stammkunden sozusagen. Falls jetzt jemand sagt, oh Gott, Amanda, lass dir doch kein Hyaluron unterspritzen, das wird da total scheiße aussehen und künstlich und keine Ahnung was. Glaub mir, ich mache alles so, dass ich würde es so haben wollen, dass wenn mich jemand sieht, jemand denken würde, oh, die war vielleicht mal zwei Wochen in Urlaub. Die sieht so richtig fresh und erholt aus. Ich will auf gar keinen Fall, dass man mich ansieht und sagt, oh mein Gott, die hat das und das und das machen lassen. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein, wobei man es vielleicht sehen könnte an einer Stelle. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, was ich jetzt machen lassen würde. Was ich sehr wahrscheinlich machen werde, sind die Lippen. Ich wollte schon immer vollere Lippen haben, aber minimal, minimal. Gerade bei der Oberlippe. Also ich muss sagen, wenn ich meine Lippen, also einen Lippenstift oder was da Geier, irgendwas benutze und meine Lippen schön nachziehe und so weiter, dann finde ich meine Lippen eigentlich recht schön. Aber wenn sie nicht geschminkt sind und so in Natura sind, sind sie ja sehr hell und ich hätte halt gerne, dass sie so einen kleinen, gerade hier oben so ein bisschen Füller, also füllige einfach sind. Dass die, ja, dass es einfach schöner aussieht, auch hier unten vielleicht. Mal gucken. Ich habe ein Bild im Kopf, wie ich es haben möchte, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie viel es werden soll. Also ich denke, das würde ich auch vor Ort zusammen mit den Ärzten entscheiden. Ich werde denen sagen, hey, ich möchte so einen kleinen Fresh-Up haben. Ich möchte, dass es ein bisschen fülliger aussieht. Es soll nicht künstlich aussehen. Ich soll noch wie ich aussehen. Und ja, ich
hätte es jetzt, wie gesagt, ich hätte es jetzt nicht gemacht, wenn es jetzt einfach irgendwie ein Salon wäre, wo irgendjemand irgendwelche Zertifikate hat. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt möglich ist oder ob das grundsätzlich nur machbar ist, wenn man jetzt wirklich Arzt ist. Wobei ich glaube schon, dass es schon so einige Praxen gibt, oder? Die so Sachen machen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mich mit dem Thema auch viel zu wenig beschäftigt. Also intensiv beschäftigt. Akku blinkt schon wieder. Ja, also ich denke, die Lippen werden es werden. Und was man auch machen kann, man kann sich nicht nur Falten unterspritzen, sondern man kann auch Partien aufpolstern. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mehr Wangenknochen haben möchte, kann man das aufpolstern. Oder wenn man ein besseres Kinn haben möchte, man kann halt Sachen aufpolstern. Und bei mir ist es so, ich habe ja zum Beispiel, ich habe keine Falten. Also klar, irgendwelche, wenn ich irgendwie lächle oder sowas. Aber ich habe zum Beispiel hier, ich habe keine Falten oder sowas. Oder auch hier am Mund oder so, an den Mundwinkeln. Aber was ich habe, seht ihr diese dunkle Stelle hier im Auge? Das ist wie so ein kleines, also nicht Loch, ist jetzt übertrieben dargestellt. Aber ich habe halt einfach hier so ein kleines Tief. Und das ist etwas, was mich schon übelst lange, 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 lange stört. Und da werde ich einfach mal nachhaken und fragen, wie das ist, ob man da wirklich ganz minimal, ich möchte hier ja keine krasse Veränderung haben, aber ob man hier in diese Position minimal etwas reinspritzen kann, das ist so ein Millimeter. Also wirklich, wir sprechen hier von einem Millimeter. Das sollen noch nicht mal 2 Millimeter sein. Millimeter so ein bisschen aufgepolstert ist, so dass man es eigentlich gar nicht sieht, nur dass dieser Schatten hier verschwindet. Das ist etwas, was ich auch schon lange im Auge habe. Genau. Ja. Aber ich habe nicht fest zugesagt. Ich habe gesagt, ich werde mich nochmal per E-Mail melden, heute oder morgen. Und weil ich möchte es auch mit meinem Mann besprechen. Also letzten Endes, ich weiß genau, dass er sagen wird, du spinnst, du siehst toll aus. Und dann wird er sagen, mach, was du willst. Weil letzten Endes, er steht sowieso hinter mir, egal was ich mache. Ich weiß, dass er mir auf jeden Fall Sachen ausreden würde, die total schwachsinnig sind. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will mir voll die Lippen machen lassen oder ich würde mir, was weiß ich, meine Brüste machen lassen, aber nicht in Körbchen C, D, sondern direkt irgendwie XY, so nach dem Motto. Also so Sachen, da würde er auf jeden Fall voll dahinter sein, mir das wieder auszureden. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie er jetzt reagiert. Ich glaube, er wird erstmal sagen, so, bist du verrückt? Lassen, Scheiß und keine Ahnung was. Du hast es nicht nötig und na. Das wird er hundertprozentig sagen, aber letzten Endes, wenn ich sage, doch, ich würde es gerne machen, dann wird er auf jeden Fall sagen, ja, dann lass machen, aber übertreib's halt nicht. Genauso, wirklich, ich glaube, bin mir relativ sicher, dass er so reagiert. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal was habt machen lassen, ob ihr damit zufrieden wart oder ob ihr damit eher nicht zufrieden wart, ob ihr regelmäßig was machen lässt. Ich habe zum Beispiel auch eine YouTube-Kollegin, die macht das auch immer mal wieder. Macht auch, soweit ich weiß, immer Hyaluron und sie macht das, glaube ich, so alle halbe Jahr, lässt sie sich pieksen. Ich glaube auch so einfach, ich glaube ihre Zornesfalte hat sie mal gesagt, sie nimmt auch immer da ganz offen ihre Zuschauer mit. Genau, ich habe sie auch schon ein paar Mal, also wir haben uns schon ein paar Mal getroffen auf Events, eine ganz, ganz süße und sie sieht wirklich komplett natürlich aus. Warum hat er jetzt so krasse Lichthupe gegeben? Okay. Also sie sieht wirklich komplett natürlich aus, man sieht es bei ihr gar nicht. Und ich denke, das ist auch ein Unterschied zwischen Hyaluron und Botox. Und sie macht ihre Zornesfalte, lässt sie sich immer unterspritzen und ihre Lippe, das weiß ich. Also ihre Lippe lässt sich immer aufspritzen und es sieht so natürlich aus, also wirklich extrem. Man sieht überhaupt gar nicht, dass irgendwas gemacht ist. Ich kann mich nur daran erinnern, weil sie hat das letzte Mal, das ist erst ein paar Wochen her, dass sie es hat machen lassen. Da hatte sie nämlich so total geschwollene Lippen, weil am Anfang sind ja die Lippen dann immer sehr, sehr, sehr geschwollen. Das sieht immer sehr krass aus, als ob man sich hat keine Ahnung was machen lassen. Und es legt sich ja dann nach ein paar Stunden, Tage, ich weiß es jetzt gar nicht, das habe ich gar nicht jetzt so verfolgt. Ich denke, es ist bei jedem auch anders, je nachdem, wie der eigene Körper reagiert, beziehungsweise wie empfindlich man halt eben auch ist.
ich denke, es wird bei mir auch so sein, weil ich bin ja jemand, der sehr empfindlich ist. Ich habe ja immer sehr lange zum Beispiel blaue Flecken und sowas. Das hält ja bei mir immer sehr lange an. Deswegen glaube ich, dass es bei mir auch so sein wird, dass ich erstmal solche Lippen haben werde und dass es sich dann nach und nach legt und normalisiert. Aber wir werden sehen. Ich werde das jetzt, wie gesagt, erstmal mit meinem Mann besprechen. Ich habe gerade mit meiner Schwester telefoniert. Die hat gesagt, die wäre auf jeden Fall dabei. Aber auch nur, weil sie mir da vertraut, dass das wirklich eine tolle Praxis ist. Und wir werden am Freitag einfach vor Ort dann sehen und ja die Ärzte kennenlernen, die Schönheitschirurgen kennenlernen. Und dann kann man immer noch sagen, irgendwie fühle ich mich gerade nicht wohl. Irgendwie vibet es zwischen uns nicht oder sowas. Man kann ja immer noch sagen, nee, ich will doch nicht. Aber wie gesagt, dadurch, dass es wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Praxis ist mit tollen Ärzten, habe ich da in dem Punkt keine Bedenken, das machen zu lassen. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt erstmal mit meinem Mann bequatschen. Oder nicht jetzt, ich glaube später, wenn die Jungs im Bett sind. Und ja, dann sage ich euch einfach mal morgen Bescheid, ob ich das jetzt wirklich machen lasse, ob ich die E-Mail zur Zusage losgeschickt habe oder nicht. So, hier beschlägt bei mir alles. Genau. Ja, so schaut's aus, ihr Lieben. Neuigkeiten. Wow. Ich bin auch immer überlegen, ich werde die mal fragen, ob man Narben unterspritzen kann. Auch so ganz, ganz minimal, weil das ist ja jetzt wirklich schon... Wann habe ich denn das machen lassen? Letztes Jahr, da war es auf jeden Fall auch Winter. Ich glaube, ein Jahr ist es noch nicht, oder ist es schon ein Jahr her? Ich müsste gleich mal schauen, aber es ist ja schon einige Monate, also 8 Monate ist es auf jeden Fall. Ich glaube sogar länger. Bin mir jetzt selber nicht hundertprozentig sicher, aber vielleicht ist sowas ja auch möglich, so eine Art Narbenkorrektur. Das wäre auch etwas, was mich sehr interessieren würde. Ich habe ja heute Morgen schon mal darüber gesprochen, dass es mich super nervt. Im Alltag gar nicht so, weil ich gar nicht so darüber nachdenke, aber wenn ich mich dann auf Fotos sehe oder auf den Videoaufnahmen, dann merke ich erst, wie hässlich es eigentlich ist. Und vielleicht gibt es da ja eine Möglichkeit, sowas unterspritzen zu lassen. Auch so ganz minimal, so also am Schnitt sozusagen entlang, dass es ein bisschen aufgepolstert wird. Vielleicht funktioniert das. We will see. Und wenn es so sein sollte, dass ich wirklich zusage, dann nehme ich euch hier auf jeden Fall mit. Ich habe dort jetzt nur besprochen, dass ich auf Instagram einfach mal ein paar Aufnahmen zeige, wie das vorher aussieht, wie es nachher aussieht. Aber ich filme hier ja Daily Vlogs, deswegen zeige ich euch das hier auf jeden Fall auch. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant. Ich werde dann auch auf jeden Fall auch mal nach den Preisen fragen. Auch da habe ich nicht so wirklich einen Plan, ehrlich gesagt, was sowas überhaupt kostet. Am Ende gefällt es mir, ich habe zu meiner Schwester gesagt, am Ende gefällt es uns und in den ganzen nächsten Monaten und Jahren wollen wir es dann immer und immer wieder haben und dann gehen wir pleite. Aber dann ist es halt eben so, gell? Und das Wichtige ist auch, das Ganze ist ja nicht für ewig. Also selbst wenn man irgendwas macht und am Ende man sagt, hätte ich lieber doch nicht machen sollen oder vielleicht ist es doch zu viel oder zu wenig oder wie auch immer, dann das Ganze wird vom Körper abgebaut. Also soweit ich das von der Kollegin weiß, dauert es ungefähr 6 Monate. Oder ich schreibe es mal später an. Aber ich glaube, dass dieses ungefähr so einmal im Jahr zeigt sie es auf jeden Fall. Vielleicht sogar öfter. Ich glaube, das ist dann auch das eigene Ermessen. Jeder Körper baut es wahrscheinlich auch anders schnell ab. Also genau, das wird auch irgendwann vom Körper wieder abgebaut. Das heißt, wenn ich am Ende dastehe und habe irgendwelche Schlauchbootlippen und finde es total schrecklich, dann ist zumindest der positive Gedanke dahinter, dass es sehr wahrscheinlich bis zur Hochzeit wieder weg sein wird. Oder zumindest dann fast weg sein wird. Genau, ja. Aber ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung. Und es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn ihr jetzt sagt, total der Scheiß, Amanda, macht das auf gar keinen Fall oder sowas. Ist überhaupt gar kein Thema, weil da hat wirklich jeder seine eigene Meinung dazu. Ich bin ja grundsätzlich eher gegen so Schönheitsoperationen und so weiter. Ich bin eher so dieses Natürliche. Und deswegen, wie schon gesagt, würde ich auch eher natürlich das Ganze machen lassen und jetzt nicht irgendwie im extremen Ausmaß. Deswegen,
irgendwie machen lassen oder so. Ja, aber momentan, ich weiß auch nicht, was ich habe. Ich habe momentan total viele Sachen, die ich machen lassen möchte, wo ich am Ende Angst habe, dass ich zu künstlich aussehe, weil ich das eigentlich nicht möchte. Ich habe euch ja schon mal erzählt, ich würde gerne, bin am Überlegen mit der Haarverlängerung, genau, im Hinblick auf die Hochzeit. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich das jetzt schon machen lassen soll, damit ich einfach schaue, wie ich damit zurechtkomme und so weiter und so fort. Ob ich, ja, keine Ahnung, und dass ich das dann kurz vor der Hochzeit sozusagen dann halt diese Tressen, das sind ja Tressen, die ich dann reinsetzen lassen würde, dass ich die dann nur frisch hochsetzen lasse. Ich habe nämlich total Lust momentan auf so richtig geile arschlange Haare. Ich habe richtig, richtig Lust drauf. Ich werde das auf jeden Fall zur Hochzeit machen lassen, weil ich Lust habe, auf der Hochzeit so richtig schöne lange Haare zu haben. Aber ich bin halt allzu am Überlegen, ob ich das jetzt, also nicht unbedingt jetzt im Winter, aber so vielleicht im Frühling machen zu lassen. Genau, wie gesagt, im Hinblick auf die Hochzeit, dass ich einfach schaue, wie ich damit klarkomme, ob mir das überhaupt gefällt, weil ich will das nicht kurz vor der Hochzeit machen und am Ende habe ich den Struggle, dass ich damit nicht klarkomme und es nochmal rausnehmen lassen muss und und keine Ahnung was. Also, dass ich da schon mal vorher mit arbeiten kann und wenn ich das machen lasse, das ist ja wirklich eine super teure Angelegenheit. Also ich würde das dann auch nicht irgendwie 0815 machen lassen, sondern ich würde das bei meinem Haarsalon in Mannheim machen lassen. Ich habe keine Ahnung, was es kostet. Überhaupt nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in den vierstelligen Betrag geht, weil es sind echt Haare und es sind ja richtig lange Haare. Das sind ja jetzt nicht nur so ein bisschen was oder eine Verdichtung, sondern es sind ja wirklich richtig lange Haare dann. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das schon echt Asche kostet. Also einen vierstelligen Betrag bestimmt. Und das möchte ich dann auch eine Zeit lang haben. Also ich möchte es dann schon den Sommer über echt genießen. Keine Ahnung. Genau, und was ich spätestens zur Hochzeit auf jeden Fall wieder haben möchte, sind Wimpern. Genau. Also, weil ich möchte einfach einen richtig schönen Augenaufschlag haben. Perfekt toll sitzende Wimpern. Was ich auf gar keinen Fall möchte, ist eine Mascara zu benutzen, egal ob wasserfest oder nicht, weil ich einfach gemerkt habe, dass bei mir, wenn ich meine Wimpernzange benutze, dann sind die Wimpern erstmal toll. Aber nach ein paar Stunden stehen die nicht mehr so, sondern die sind dann eher schon wieder so ein bisschen gerade. Also es sieht nicht so toll aus. Und ich möchte einfach wirklich den kompletten Abend tolle Fotos und tolle Aufnahmen haben mit perfekten Wimpern. Deswegen kommt für mich Mascara nicht in Frage. Auch im Sinne von, wenn ich mal ein paar Tränchen verdrücken sollte oder sowas, möchte ich einfach nicht, dass da irgendwas verläuft oder. Und Wimpern kleben möchte ich auch nicht, weil da ist genau das Gleiche. Dass mich geklebte Wimpern oftmals stören. Oder wenn man dann weint oder mal irgendwie dran gekommen ist, dann klebt eine Seite nicht mehr richtig und keine Ahnung was. Da habe ich gar keinen, auf so einen Struggle habe ich gar keine Lust. Deswegen, ich werde mir auf jeden Fall meine Wimpern wieder machen lassen. Und ich war halt auch schon die ganze Zeit im Überlegen, generell meine Wimpern wieder machen zu lassen. Ich habe das ja eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, über ein Jahr hatte ich mir immer meine Wimpern machen lassen. Und mir hat das immer sehr, sehr gut gefallen. Was mir immer so gefehlt hat, war mal so übers Auge zu reiben und so, keine Ahnung. Ich habe halt irgendwann mal damit aufgehört, weil ich gesagt habe, so, ah, lass mal deine Wimpern wieder so sich erholen. Ich hatte danach auch die mega kurzen Wimpern, die waren echt total am Arsch, anders kann man es nicht sagen. Da muss man in so einem Fall dann halt auch wirklich einfach ein Wimpernserum benutzen und einfach wirklich 6 bis 8 Wochen damit leben, dass man halt einfach echt dann so kurze Wimpern hat. Aber für den Sommer ist es schon echt nice, so schöne Wimpern zu haben. Ja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann echt Angst, wenn ich dann so meine krass langen Haare habe, falsche Wimpern, dann vielleicht mir noch ein bisschen was an meinen Lippen habe machen lassen, dann noch meine Fake-Nägel, dass ich am Ende so voll fake aussehe, ja. Das sind halt alles so einzelne Sachen, die ich gerne machen würde. Ich habe aber Angst, dass wenn sie im Paket zusammen sind, dass es dann einfach zu künstlich, unecht und keine Ahnung was aussieht. Wobei ich ja trotzdem alles sehr Slow Motion mache. Ich mache nichts in diesem übertriebenen Sinne, außer die Haare, die werden halt echt übertrieben sein, einfach diese Länge. Aber ich habe ja auch schon lange Haare, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich von so kurz mir plötzlich voll die krassen langen Haare machen lasse. So ist es jetzt nicht, aber man wird ja trotzdem auf jeden Fall einen Unterschied sehen. Keine Ahnung.
Ihr dürft mir sehr, sehr, sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich weiß, es wird jetzt einige geben, die sagen, Amanda, bist du jetzt vollkommen durchgeknallt? Und es wird bestimmt auch einige geben, die sagen, Amanda, go for it, mach, wie du dich wohlfühlst. Das ist ja das Wichtigste letzten Endes. Ich bin auch jemand, ich lasse mich da ja auch gar nicht beeinflussen. Also macht euch da gar keine Sorgen, ich bin da ja hart im Nehmen. Ich wurde letztens auch, ich hatte ja bei wegen meinen Moonboots, hatte ich im auf Instagram, sorry für dieses Gepiepse, ich hatte auf Instagram gefragt, wegen den Moonboots, Top oder Flop, und ich glaube, es waren, boah, also über 80% haben gesagt Flop. Und ich hatte so viele Nachrichten bekommen wegen diesen blöden Schuhen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen mit, die sind total genial, die sind total im Trend. Ich habe die seit Jahren, die halten so schön warm, die sind so toll. Lalalala. Und auf der anderen Seite habe ich so viele Nachrichten bekommen mit, die sind so hässlich. Ich habe noch nie so hässliche Schuhe gesehen. Das können nur schlanke Frauen tragen. Das ist total unvorteilhaft bei mir, bla 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 bla. Und ich habe dann am Ende nochmal eine Story gemacht, indem ich gesagt habe, ich behalte sie, weil ich sie feiere, weil ich sie richtig, richtig nice finde. Und daraufhin habe ich wieder Nachrichten bekommen, wo mir viele geschrieben haben, wie toll sie es finden und wie bewunderns. Also wie die eine hatte mir geschrieben, ich wäre gern so selbstbewusst wie du. Bei so vielen, die dagegen gestimmt haben und du trotzdem dein Ding machst, im Sinne von so, ja, du nimmst es trotzdem, weil du es einfach feierst. Ich habe so viele Nachrichten daraufhin bekommen, sogar Leute, wo ich gesehen habe, die davor geschrieben haben, dass sie es hässlich finden. Da hatte mir auch eine geschrieben, ich finde die Schuhe zwar hässlich, aber ich feiere es gerade extrem, dass du einfach dein Ding durchziehst, egal wer hier was sagt. Das fand ich so cool. Und so ist es auch jetzt bei so Schönheitsgeschichten. Ich erzähle euch das, weil ich einfach so ziemlich, also nicht alles, aber ich erzähle euch vieles aus meinem Alltag. Deswegen, wenn ihr jetzt, schreibt einfach eure Meinung, wenn ihr sagt, totaler Scheiß und nein, keine Ahnung, was ist überhaupt gar kein Thema. Das beeinflusst mich mich selbst in meiner Entscheidung überhaupt gar nicht, weil ich da so total, ich achte da wirklich auf das, was ich möchte und nicht, was andere mir sagen. Also das habe ich ja, das habe ich über die Jahre dann auch irgendwann mal gelernt, gell? Ich war früher jemand, der sich hat relativ schnell beeinflussen lassen. Wenn jemand anderes gesagt hat, das findet er total toll, dann fand ich Sachen plötzlich auch toll. Und wenn da jemand gesagt hat, voll hässlich, dann habe ich mich so beeinflussen lassen und habe dann Sachen vielleicht nicht mehr angezogen, weil ich wusste, dass der oder der das nicht so toll findet. Aber das war wirklich, da war ich vielleicht noch unter 20. Ich bin da, aber das auch, wobei, ich habe mich schon immer mal wieder beeinflussen lassen, aber nie so extrem, extrem, extrem. Ich habe eigentlich schon relativ immer gut mein Ding durchgezogen. Ich habe ja auch mal in einem Video erzählt, wie ich das in der Schule damals gemacht habe, wo man meinen tollen Jogginganzug als Schlafanzug betitelt hat und ich ihn am nächsten Tag nochmal angezogen habe, weil ich ihn einfach so geil fand. Und da war ich, keine Ahnung, wie alt war ich denn da? Lass mich vielleicht 14 oder 15 gewesen sein. Irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Genau, damit will ich sagen, es ist überhaupt gar kein Thema, selbst wenn ihr jetzt negativ seid und sagt, ey, geht gar nicht oder, ist überhaupt nicht das Problem, lasst einfach eure Meinung da, nur seid lieb und freundlich, nicht ausfallend werden. So, jetzt höre ich mal auf zu quatschen, geh rein. Ich glaube, ich werde heute auch gar nicht mehr großartig filmen, weil heute dieser Vlog ist gefühlt eine Stunde lang. Ich werde den vielleicht in zwei Videos unterteilen müssen, oh mein Gott. Wir haben jetzt 17.05 Uhr, jetzt mal rein. Es fängt gerade mega an zu schneien. Regen, Schneeregen, irgendwie sowas. Mal gucken, was meine Männer machen. Dann werden wir nochmal zwei, drei Stündchen Zeit verbringen. Dann gehen die Jungs auch ins Bett und dann werde ich mir später endlich meine Sex in the City Folge von gestern angucken. Die habe ich nämlich mir nicht angeschaut. Die neue Folge ist ja draußen. Ich sage immer noch Sex in the City. Ich meine das neue And Just Like That. Genau. Ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.